Hallo ihr Lieben, hallo zusammen. Schön, dass ihr reinguckt bei meinem Livestream oder vielleicht dann später, wenn das Video auf YouTube online ist, bei meinem YouTube-Video. Eigentlich wollte ich schon eine Stunde früher hier online sein und streamen, aber wie immer regt mich die Technik einfach manchmal auf und ist gegen mich. Denn meine Webcam, zack, bam, ging auf einmal nicht mehr. Ja, und was ist ein Stream ohne Webcam? Blöd natürlich. Jetzt musste ich erstmal den Fehler finden und habe hier ein bisschen rumgemacht, bis ich es gefunden habe. Und ja, der Fehler war auf jeden Fall, meine Webcam wurde von OBS nicht mehr erkannt, weil ich streame ja über OBS. Und da wurde das Ganze dann nicht mehr erkannt. Und ja, total doof eigentlich. Und da musste ich irgendwie in meine ganzen Szenen das neu reinmachen und, und. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder und jetzt kann ich endlich streamen. Mein Plan war eigentlich so von, ja, 16 Uhr hatte ich nicht ganz geschafft, aber ich wollte eigentlich um 17 Uhr anfangen zu streamen und dann so bis 19.30 Uhr. Jetzt haben wir natürlich gleich schon 18 Uhr. Und jetzt ja, bin ich halt ein bisschen später dran als geplant. Meinen Sonntagsstream. Und ja, wie ihr ja vielleicht schon am Namen oder an der Meldung erkennen konntet, heißt mein Stream heute Fotografenbusiness Volume 1, weil es heute eigentlich nicht direkt um die Bildbearbeitung geht, sondern ich möchte heute mal ein bisschen was machen. Und zwar keine Bildbearbeitung, sondern was eben ein Fotograf noch so macht. Ich möchte meine Halloween-Aktion vorbereiten, da ein paar Banner machen. Handy übrigens auf lautlos machen wäre vielleicht ganz gut. Ein paar Banner machen, beziehungsweise für die Werbung, weil es eine Halloween-Aktion in meinem Store gibt. Das heißt, ich möchte ein Halloween-Fotoshooting in meinen Online-Store einstellen. Dazu ein Banner machen dann für Facebook. Eins, was ich auch in meinem Store oben reinmachen kann als Werbebanner. Und, und. Also, das heißt, ich werde dieses Banner ein bisschen layouten in Photoshop. Dann in meinem Online-Store die Sachen reinmachen und so. Je nachdem, wie mir die Zeit reicht, möchte ich noch 2, 3 Kostüme oder so in meinen Online-Shop reinmachen, die ich verkaufe. Dann sieht man das eben auch. Und ja, die Halloween-Aktion, das ist jetzt Vorrang und mit der würde ich auch anfangen mal. Weil die soll dann, wenn möglich, ab Montag oder Dienstag losgehen, dass ich die da promoten kann. Und die geht den ganzen Oktober natürlich. Und da gibt es halt eben auf meinem kompletten Store 20% Rabatt. Und extra ein Fotoshooting, Halloween-Fotoshooting, das man den kompletten Oktober buchen kann. Zu einem Sonderpreis eben. Was es ja bei mir nicht so oft gibt. So Aktionen mache ich ja echt nicht oft.
So, ja, 2 bis 4 Mal im Jahr, öfters mache ich das nicht. Also Black Friday, Cyber Weekend mache ich immer so eine Aktion, das ist klar, da bin ich immer fleißig mit dabei. Und dann je nachdem, wie ich Lust habe, an Weihnachten eine Aktion oder so, oder entweder Weihnachten oder manchmal mache ich es auch erst nach Silvester, so einen Neujahrsputz irgendwie, dass es da eine Aktion gibt. Manchmal an Ostern vielleicht, aber auch nicht immer. Und manchmal dann auch im Mai, da habe ich Geburtstag, dann gibt es eine Geburtstagsaktion. Also ich wechsle da immer ein bisschen ab. Und nehme halt immer irgendwie so Anlässe, um so Aktionen zu starten. Und Halloween, weil ich total Halloween-Fan bin, werde ich jetzt eigentlich auch an Halloween, also den Oktober, die Aktion starten. Der Oktober hat natürlich schon angefangen, aber das ist egal. Man kann mit so einer Aktion ja starten, wie man möchte. So. Ja, dann blende ich mal meinen Bildschirm ein. Und dann könnt ihr einfach mal so ein bisschen mitverfolgen, was ein Fotograf eigentlich noch alles so macht, außer Photoshop-Bildbearbeitung. Und deswegen läuft der Stream auch unter der Rubrik Just Chatting. Wie gesagt, weil es da so ein bisschen um alles geht. Und ich will das jetzt nicht rein bei Kunst einordnen, weil Photoshop-Bildbearbeitung ist ja immer in der Kategorie Kunst drin. Da passt es ja auch gut rein. Und heute aber bei Just Chatting. Ja, genau. Also meine Streamdauer, die stimmt hier auch nicht, die es hier anzeigt. Das ist auch bescheuert. 35 Minuten und 35 Minuten bin ich. Ich habe ja gestartet vor 11 Minuten und der zeigt hier 35 Minuten an. Weil ich habe ja extra gedacht, oh, so ein cooler Countdown kann ich ein bisschen einbauen, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass der anfängt zu zählen, wenn ich OBS öffne. Weil vor 35 Minuten habe ich ungefähr OBS geöffnet. Das ist doch ein Witz. Dann mache ich den nachher wieder raus, dass er beim nächsten Mal nicht mehr drin ist. Also keine Ahnung, echt. Naja, so, ihr seht hier natürlich noch meinen Computer und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was geöffnet. Photoshop. Und zwar fangen wir doch mal an, einfach mit dem Banner. Ich habe hier übrigens links wieder mein iPad stehen, rechts ist OBS, hier ist mein Hauptrechner. Das bedeutet, ich schaue ab und zu immer links oder rechts rüber, weil kein links und rechts kann ich den Chat sehen. Und auch mal ein bisschen gucken, wie viele Teilnehmer da sind. Also wenn Teilnehmer hier sind, dann macht euch im Chat bemerkbar, schreibt mir, unterhaltet mich ein bisschen oder so. Ich gucke ab und zu immer, schiele immer rüber, dass ich es nicht verpasse. Und falls ihr halt nicht in den Chat schreiben könnt, weil ihr nicht auf Twitch angemeldet seid, dann meldet euch schleunigst auf Twitch an. Nee, Spaß, dann guckt einfach nur so zu, dann könnt ihr mir halt keine Fragen stellen. So. Oh. Oh, und diese blöde Ansicht gefällt mir nicht. Ich mag das so haben. Ja, das ist schon besser. So, ich habe ja, wie gesagt, ich will ja einmal die Promo-Banner machen. Und ich habe natürlich von letztem Jahr, da hatte ich auch diese Halloween-Aktion. Da habe ich mir letztes Mal schon Banner gemacht. Das sind jetzt die hier Halloween-Aktion 2018. Und das Geile ist, die nehme ich einfach wieder und guck mal, dass ich die einfach anpasse. Da muss ich nicht komplett bei Null starten. Also das ist empfehlenswert. Und ich mache das jetzt, wie gesagt, von Black Friday habe ich auch von letztem Jahr natürlich eine Vorlage, ne? Oder an Valentinstag mache ich auch immer so eine Aktion für Pärchen mit Pärchenshootings. Und da gibt es natürlich auch eine Vorlage. Jetzt mache ich mal die drei auf. Und ja, schau mir die mal an. Und dann kann ich die anpassen. Genau. Was ich vielleicht noch mache ist, ich speichere ja alles extern, also auf einer Festplatte. Jetzt bin ich blöd drauf gekommen, da will ich doch nichts verschieben. So. Und zwar auf der externen Festplatte lege ich mir vielleicht gleich mal einen Ordner an. Sonst wird es hier so übersichtlich. Halloween-Aktionen. Halloween-Aktion. Und dann schiebe ich da gleich mal
die drei Sachen da rein. Also die von letztem Jahr. Hat er jetzt hier eigentlich, wenn ich das jetzt speichere, den neuen Pfad gleich mitgenommen, oder? Nee. Macht nichts. Dann habe ich das nämlich hier drin im Ordner einfach. Wo ist er denn jetzt? Ja, ich Blindfisch. Genau. Und da speichere ich die jetzt von 2000. 20 auch hier rein. 2019 habe ich, glaube ich, keine gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall speichere ich die dann da auch mit rein. So, jetzt haben wir hier drei Sachen. Und zwar habe ich hier einmal dieses Banner. Dieses Banner und dann dieses. Und da sieht man schon, das hat das Format vom Facebook-Banner. Ja, das heißt, das werde ich mir jetzt designen. Das ist jetzt noch das von 2018. Und das werde ich mir jetzt designen und anpassen. Also eigentlich lasse ich es so, ich möchte es nicht viel ändern, aber die Texte stimmen natürlich nicht. Die sind veraltet, ne? Die aktualisiere ich jetzt. Und dann mache ich nur 20% Rabatt, weil das reicht. Denn 20% ist schon großzügig. Weil ich habe ja zusätzlich noch diese tolle Aktion mit dem Fotoshooting, was man auch noch zu einem richtig guten Preis bekommt. Das heißt, diese 20% Rabatt auf dem kompletten Shop ist noch so on top. Und damals hatte ich wirklich nur diese 30% Rabatt, aber kein extra Fotoshooting noch irgendwie im Angebot. Deswegen, ja, habe ich mir das so überlegt. Das heißt, das passe ich an, dann kann ich das bei Facebook reinmachen. Das bleibt dann den ganzen Oktober als Banner drin. Und dann habe ich ja hier noch die kleineren. Die kann ich dann nehmen, auch nochmal für Facebook oder Instagram. Als Werbung, beziehungsweise ich werde mir dann eins davon noch als Quadrat zuschneiden für Instagram. Und dann gucke ich mal, da mache ich vielleicht noch eins Hochformat als Insta-Story vom Format her. Ich muss mal gucken. Genau, dass ich das jetzt einfach layoute. Dass ich da ein bisschen mein Promomaterial habe dann für die Social Media Kanäle. Fangen wir doch mit dem allerersten an. Das obere, das passt so. Wir machen das jetzt erstmal so. Ich benenne die Datei erstmal um. Datei speichern unter. Halloween-Aktion Ordner und dann nenne ich das jetzt Halloween 2020 natürlich. Speichern. Okay. Bei dem mache ich es genauso. Datei speichern unter. Auch in meinen Halloween-Ordner. Natürlich auch 2020. Klar, dass der da meckert, der ist die Datei ist schon vorhanden. Speichern. Und jetzt das auch schon mal. Wenn dann brauche ich nachher nur noch auf Speichern klicken und dann ist der Dateiname schon benannt. Bevor ich aus Versehen das alte überschreiben, ne? Jetzt muss ich nur gucken. Das habe ich ja schon. Den muss ich ein bisschen ändern. So. Weil da heißt es Facebook 2020, das heißt Facebook 2020 und das nur Halloween 2020. Oder Halloween Banner hätte ich sagen nennen können, ist ja egal, auf jeden Fall. Anhand von der Jahreszahl sieht man dann sowieso. Wie aktuell es ist. Gut. Gut.
Sodele. Dann werde ich nun einmal der obere Text, der passt ja. Der besagt eigentlich nur alles, was ich so mache. Ne? Ich mache Kostümdesign. Hier auf den Bildern, das sind auch teilweise, also das hier und das hier, Kostüme, wo ich selber gemacht habe. Fotoart, ne? Weil ich mache ja nicht nur die ganz normalen 0815 Familienporträts, sondern auch so Halloween-Shootings oder Kreativ-Make-up und dann eben auch die entsprechende Retusche dazu, deswegen Fotoart. Ich heiße ja auch Lifestyle-Shooting, Design und Fotoart. Make-up mache ich, digitale Produkte verkaufe ich, Fotoshootings biete ich an, Workshops und Model-Sharings biete ich an, Hochzeiten fotografiere ich und in dem Business-Bereich, also Business-Kunden habe ich auch, dass ich manchmal irgendwelche Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Mitarbeiterporträts oder sonstige Aufträge für Firmen mache. Das bleibt also immer gleich. Halloween-Aktion passt auch. Der Code, den müssen wir noch ändern vom Text her. Und da ist es auch so, der Code, den muss ich dann anlegen in meinem Shop nachher auch. Und der Code machen wir jetzt einfach, also da gibt es noch nicht im Shop, also ihr braucht jetzt nicht testen. Creepy 20. Wegen 20%. Und dann der Text natürlich hier machen wir 20% Rabatt im Online-Shop. Und die Aktion läuft. Dann nehme ich jetzt den Kalender zur Hand. Die Aktion läuft, soll am Montag starten, also morgen. Das ist ja auch eine schöne Zahl, der 5. Der 5.10. bis. Jetzt schauen wir mal, 31. ist ja Halloween. Dann ist am 1. noch der Feiertag. Und deswegen mache ich so, die Aktion läuft bis zum 1. Ja, genau, bis zum 1. ist der letzte Tag. Doch, 1.11., genau, nicht, dass ich da 1.10. schreibe, das passt ja dann nicht. Und dann 2020. So, das ist praktisch die Zeit, wo die Aktion läuft. Genau, jetzt werden die Texte soweit angepasst. Und ihr seht ja, dass ich da jetzt eigentlich, ja, den Flyer schon fertig habe. Wenn man hier runter geht, wenn man hier runter geht, da sieht man die Bilder, die ich drin habe. Da sind noch ein paar alte Bilder drin, die kann ich eigentlich rauslöschen. Die haben mit Halloween nichts zu tun. Ja, so. Ja, ihr seht, es sind einfach nur Bilder nebeneinander, ne? Und da habe ich halt so die Texte drüber gemacht und das Ganze in der Größe von dem Facebook-Banner. Wie wär's mit ein bisschen Musik im Hintergrund? We head for the sky, it's all right. Our wings wouldn't fly, it's all right. Jetzt habe ich ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja. So. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Bilder noch austausche, weil das sind genau die gleichen Bilder. Ich muss es ein bisschen leiser machen, die Musik. So, damit ihr die aber noch ein bisschen hört. Muss man mal geschwind mein. Also, ihr hört mich in normaler Lautstärke, also definitiv lauter wird die hier angezeigt und die Musik, die wird ein bisschen leiser im Hintergrund. Okay, das ist gut. Ich muss das nämlich immer ein bisschen im Auge behalten, nicht dass die Musik zu laut ist und wenn ich dann auch noch rede, dann ist es nicht gut. Das können wir so lassen. Okay, das passt.
Ja, jetzt ist Folgendes natürlich. Die Bilder, die hatte ich letztes Jahr schon drinnen. Jetzt ist die Frage, ob ich da vielleicht Neues noch mit reinhole. Wobei das hier, das Sugar Skull, das ist halt typisch Halloween mit den Totenköpfen. Das muss sein. Das gefällt mir und das auch. Und der Clown. Oh, ich weiß auch nicht. Ich guck mal geschwind. Das sind schon die vier schönsten Bilder so. Ich bin gerade am Überlegen, Homepage-Bilder, nee. Sag mal, ich habe doch die Ordner vorher auf die Festplatte kopiert, bin jetzt völlig Banane. Der ist da, den habe ich vorher kopiert. Weil ich habe hier einen Ordner mit komprimierten. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich falsch geklickt, ich Idiot. Mit. Genau, Homepage-Bilder 2019. Und da habe ich nur einen Ordner von 2018, wo die Halloween-Bilder drin liegen. Den hatte ich mir eigentlich auch hier drauf kopiert. Ich Depp. Ah, okay. Weil hier sind die Bilder nicht drin. Das sind Bilder von. Ah, doch, den Clown, den habe ich drin. Den da habe ich tatsächlich drin. Den können wir öffnen, weil für dieses andere Banner, da könnte ich ja den Clown drauf machen. Ja, so ein Scheiß. Ich wollte doch nur die anderen Bilder. Vor allem nachher, wenn ich es in den Shop hochladen muss, brauche ich die. Ja, da muss ich nachher mal hier geschwind hinten an mein iMac und mir die Bilder noch rüberziehen auf die Festplatte, dass ich die hier auch habe. Aber das machen wir später. Jetzt machen wir erstmal weiter. Ich glaube, dann lasse ich die Bilder so. Weil die sind eigentlich schön, ja. Passt. Und es weiß auch kein Mensch mehr, dass es genau exakt der gleiche Flyer ist von letztem Jahr, weil, Gott, wer achtet da drauf? Ich mache mal das eine Bild, was ich da noch gesehen habe, noch auf. Das war ja ziemlich weit unten hier. Gut, hier hätte ich auch noch mal Vampirbilder, aber die nehme ich jetzt nicht unbedingt. Oh, obwohl, da ist ja hier auch noch mal eins. Jetzt war ich zu schnell. Ich wollte das andere nur öffnen. Da war ich mal wieder zu schnell. Sorry, wenn ich manchmal hier komische Sachen mache. Ich bin noch ein iMac so gewöhnt, deswegen. Bei manchen Befehlen merke ich es jetzt hier nochmal bei der Tastenkombination mit Kopieren und Einfügen und so. Ich weiß nicht. Da komme ich manchmal ein bisschen durcheinander. So. Und zwar möchte ich doch dieses Bild vielleicht noch drin haben. Weil das ist neu. Ah, die Tastenkombination ist auch anders, okay. Dass ich frei transformieren kann, ohne dass ich es verzerre. Da musste man bei dem iMac eigentlich immer die Taste drücken. Ich muss mal kurz gucken. Nee, wie war denn das? Wie ist das beim Windows? Ich
probiere jetzt einfach mal. Ne, hier ist nicht. Eigentlich war das immer die. Ah, ich hab's gefunden. Ja, beim iMac ist eine andere Taste. Dass ich einfach hier transformieren kann, ohne dass ich es verzerrt, weil vorher habt ihr ja gesehen, hat sich das irgendwie verzerrt gehabt. Ja, und jetzt. Das Problem ist, das Bild hätte ich hier gern drin. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt so ein rotes wegnehme, schade eigentlich nur ein rotes drin, weil das war mit dem Kontrast hier gut, ne? Wenn ich es jetzt hier hinsetze. Dann müsste ich ja eher ein blaues rausnehmen. Das da oder das da. Aber das will ich irgendwie auch nicht. Oder ich nehme tatsächlich das mit der Chrissy raus, weil der Sugar Skull will ich ja eigentlich drin lassen. Ja. Ich ziehe es ein bisschen größer. Jetzt muss ich das nur hier runterschieben. Halt, das für eine Chrissy natürlich ausblenden. Ich schiebe es nur ein bisschen rüber, dass es ungefähr mittig ist. Doch, dann haben wir wenigstens ein neues Bild drin. Das ist gut so. Und ja, dann passt es so mit dem Layout. Und dann kann ich eigentlich direkt, dann wäre es fertig, dann tue ich einmal speichern. Das ist mir die PSD-Datei, die Photoshop-Datei einmal überspeichert. Und dann speichere ich es noch als JPEG ab. Datei speichern unter. Auch hier in Ordner rein. Als JPEG. Ich bin jetzt hier von der Auflösung ein bisschen runtergegangen, weil ihr seht, jetzt sind wir im Kilobyte-Bereich und bei der größten Auflösung war es 2,4 Megabyte. Das muss nicht unbedingt sein. Wird ja nur fürs Web genutzt und nicht für einen Druck oder so. Okay. Halloween-Aktion. Ja, genau, hat mir abgespeichert. Okay. Gut, das hätten wir. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Zudem, jetzt passt man da schön die Texte an. Das geht ja recht flott dann. 20% creepy. 20. Was haben wir da gesagt? 5. 10. bis 1.11. 2020. Ja, da das Querformat ist, da lassen wir das Bild. Die anderen sind kein Querformat. Und dann speichern. Speichern unter. Auch als JPEG wieder abspeichern. Und es passt auch. Texte könnten wir irgendwie ein bisschen größer noch machen.
Und auch die anpassen wieder auf 20%. Und hier auch 20%. Ich guck mal, wenn ich das hier so runtersetze, gefällt mir besser. Ja. Okay. Bin ich gerade mal überlegen, hier steht nirgends die Webseite von meinem Online-Shop drauf, ne? Ah, das macht nichts, das tue ich in den Post ja dann reinschreiben. Okay, also auch speichern. JPEG abspeichern, ne? Und jetzt wollte ich ja noch eins machen für die Insta-Stories. Da brauche ich natürlich das Format. Und zwar mache ich mir da zur Hilfe, dass ich gleich das richtige Format habe, einfach schön was auf. Und zwar, ich habe hier vom Fototalk. Warum macht. Ach, weil ich Doppelklick gemacht habe. Aber jetzt hat er mir gleich das Richtige schon aufgemacht. Das ist das Format von Insta. Jetzt nehme ich das einfach. Und da mache ich mir jetzt das Ganze rein. Und zwar könnte ich das mal mit dem Bild machen vielleicht. So, das Bild würde gehen. Der tolle Clown natürlich. Jetzt muss ich nur noch den Text drüber bringen. Und zwar den hier, kurz und knapp. Shop, 20% Rabatt im Shop. Oder den. Das ist alles in einem Ordner hier. Ja, das heißt, ich mache jetzt einfach diesen Ordner. Gruppe duplizieren. Und dann tue ich hier einfach meine andere Datei auswählen und sage okay. Und zack, habe ich den nämlich hier drin. Jetzt muss ich nur noch an die richtige Stelle hinschieben. Man kann ja auch die Größe und so anpassen. So, genau. Jetzt ist nur das Problem hier, das kann man nicht. Beziehungsweise das hier ist nicht ganz mittig. So, ist besser. Und jetzt müssen wir natürlich hier das Rot, ne? Das ist schlecht. Das kann man nicht lesen, die Farbe auf den roten Luftballons, ist klar. Aber ich will das vielleicht noch mal ein bisschen abheben. Kann man das vielleicht auch schwarz machen? Ja, doch, das geht. Und ich mache das auch noch von der Schrift her ein bisschen größer. Ja. Und das untere tue ich, glaube ich, etwas nach oben schieben. Weil das Problem, ihr müsst ja immer beachten,
bei Instagram hat man ja hier unten dann oft noch im Bild Teile von dem Menü, ne? Deswegen lasse ich da immer ein bisschen Platz. Sorry, muss mein Näschen putzen. Ihr Hübschen. Und irgendwie ist mir heiß heute. Ich weiß es nicht. Boah. Klar, ich habe jetzt Heizung an, aber eigentlich ist mir immer zu kalt. Ich weiß nicht, warum ich heute so schwitze. Leute, kommt rein hier, schaut ein bisschen Twitch. Es regnet draußen. Dann speichern wir einmal Speichern unter. Und dann gehen wir auch wieder in den Halloween-Ordner rein. Halloween-Aktion. Ja, ich weiß ja. Halloween. Instagram. Schreibfehler. Insta. Nee, hat gepasst, gell? Nee, jetzt ist es richtig. Einmal die Photoshop-Aktion speichern. Und dann nochmal als JPEG. Ich weiß nicht, ob ihr hier den Regen hört bei mir, weil ich habe hier direkt hier so, hier über mir da praktisch ein Dachfenster, wo jetzt so richtig schöner Regen drauf prasselt. Und ich weiß jetzt nicht, mein Mikro, wie stark das die Umgebungsgeräusche aufnimmt. Ich habe die zwar an kleinen Tick immer so rausgefiltert, kann sein, das geht vielleicht ganz gut. Und ihr hört es gar nicht so. Da machen wir jetzt auch hoch, weil 1,6 Megabyte ist zu groß. Jetzt sind wir im Kilobyte-Bereich. Okay, wie gesagt, ist ja eh für Social Media. Ja. Das wäre ja das mit dem einen Bild, aber jetzt blende ich das mal aus, weil wir hätten ja noch das. Und das sieht man schon hier. Das obere ist natürlich schon geiler, weil dadurch, dass wir hier so eine Fläche haben mit den Luftballons, kann man den Text hier super gut lesen, gell? Und bei dem ist jetzt Problem mit dem Text. Ich versuche jetzt mal das Bild noch ein bisschen Oh Mist, jetzt habe ich vergessen. Falsche Taste wieder, das ist die scheiß Gewohnheit. Hat sie nämlich ein bisschen verzerrt. Ja, so wird's gehen. Und dann müssen wir halt hier, jetzt können wir das zum Beispiel wieder rot machen hier an der Stelle. Ja. Dann speichern wir das auch ab. Dann haben wir zwei, ne? Das schadet ja nicht. Speichern unten. Instagram 2 nenne ich das jetzt einfach mal. Als JPEG. Und hier müssen wir ja einfach nur die PSD-Datei überschreiben. Ja, das reicht eigentlich 2 Bilder für Instagram, für die Stories, wo ich reinmachen kann. Das kann ich entweder Online-Shop oder für Facebook nehmen oder was auch immer. Als Banner, ne? Oder Facebook als Beitrag. Oder beziehungsweise das ist der Facebook-Beitrag und das kann man irgendwo in Online-Shop als Banner oben reinmachen. Ja, weil das hier ist für einen Online-Shop als Banner nicht so geeignet. Aber die Frage ist, da fehlt das Datum noch von der Aktion. Ich kopiere mir mal den Text auch wieder. Gruppe duplizieren. In Halloween-Aktion Facebook 2 war das. Ja, weil dann kann ich das nämlich in meinen Shop reinmachen. Als Banner oben. Ja,
20% Rabatt im Onlineshop. Der Code steht schön groß dran. Bisschen hoch. Und ja, der Text ist besser wie der andere, weil da steht auch das Datum dran, von wann bis wann das geht, dass man das weiß. Und ihr seht vom Format her, das ist vom Format her super für einen Facebook-Beitrag. Und das ist ein bisschen, geht mir an die Breite. Das ist dann besser vom Format her für meinen Online-Shop. Jetzt machen wir da nochmal Speichern. Und dann sagt man Speichern unter. Und da gab es ja schon ein JPEG, das überschreiben wir einfach. Speichern. Jetzt kommt, sagt man da ja. Okay. Gut, jetzt haben wir schon die Sachen gelayoutet. Das können wir mal schließen. Das haben wir alles gelayoutet. Okay. Der Banner in Facebook reinstellen, macht man natürlich erst, wenn das alles im Shop ist und wenn der Code auch drin ist. Ja, deswegen wechsle ich jetzt rüber einmal in meinen Shop. Und bevor ich in den Shop das Banner machen kann und auf Facebook das Banner machen kann, werde ich hergehen und erstmal den Code anlegen. Und dann möchte ich ja noch die Fotoshooting-Aktion in den Shop reinpacken. Und das muss einfach drin sein. Die Fotoshooting-Aktion und der Code. Und dann kann ich die Banner öffentlich machen. Und dann dazu zu der Aktion natürlich auch noch Facebook-Beiträge planen, so für die nächsten Tage. Dann gehen wir jetzt mal rüber in meinen Online-Shop. Das ist ja hier meine Homepage. Und da gibt es ja hier oben der Button Shop. Und wenn man da draufklickt, kommt man auf meinen Shop. Und der sieht dann so aus. Der läuft auf einer Subdomain, wie man hier oben sieht. Weil meine Homepage, die ist www.lifestyle-shootings.com. Und mein Online-Shop, da nutze ich Shopware und das läuft unter einer Subdomain shop.lifestyle-shootings.com. Weil sowas ist immer ganz gut, wenn man das unter einer Subdomain hat. Weil ich hatte das früher direkt auf der Homepage und dann die ganzen Bilder von den Produkten und so kommen dann zwischen meine normalen Bilder fürs Portfolio. Da bin ich wahnsinnig geworden. Und wenn halt eine der beiden Seiten mal irgendwie gehackt wird oder irgendwas ist, klar, eine Subdomain hängt unter der normalen Domain. Da kann es dann auch passieren, dass dann auch beides mal tot ist oder stillgelegt ist, wenn was gehackt wird. Aber man hat es einfach unter einer extra Domain laufen. Das ist immer nicht schlecht. Ist empfehlenswert. Ja, und ihr seht hier, das ist die Startseite von meinem Shop. Und da oben soll das Banner rein, ne? Da oben soll dieses Banner rein, wo dann jeder, der in meinen Shop kommt, gleich sieht, hey, es gibt gerade diesen Rabattcode, den ich nutzen kann, wenn ich was kaufen möchte. Dass die Leute das auch nicht verpassen, ja. Genau, aber den mache ich natürlich erst rein, weil ich habe nämlich hier jetzt verschiedene Produkte. Und da kann man nachher den Rabattcode anwenden auf die ganzen Produkte, auf die Videotrainings, auf die auf die Preset und Aktionen, die es halt gibt. Und ja, Preset-Aktionen. Der braucht ja voll lang, bis er hier das Internet aufmacht. Das hat lang gedauert, bis er jetzt von der einen Seite auf die andere gesprungen ist, ne? Liegt es am Streamen vielleicht? Ich weiß es nicht. Naja, genau. Auf jeden Fall, da kann man dann, wenn man das kauft, und den Rabattcode eingeben. Und ich möchte, das ist ja noch dieses andere Special von der Aktion, wo ich jetzt machen möchte. Ich habe ja hier auch bei Fotoshootings, jetzt brauche ich schon ein bisschen, aber ich rede mal weiter. Ah, das ging jetzt einen kleinen Tick schneller. Habe ich schon mal, klar, bei mir kann man natürlich alle möglichen Fotoshootings buchen. Man kann mir auch schreiben und mir das so ausmachen. Aber man kann auch Sachen über meinen Shop buchen und da tue ich manchmal halt so Aktionen reinmachen. Jetzt BDSM-Fotosession. Weil viele Leute, die wissen, sie wollen ein Fotoshooting, aber wissen nicht so recht, was für eins und sind nicht so kreativ. Wenn man dann mal hier guckt, was mache ich alles, was biete ich überhaupt alles an und so, ist schon cool. Da muss natürlich noch viel mehr rein, da habe ich viel zu wenig drin, ich mache ja viel mehr noch, aber da muss ich nach und nach halt die ganzen Sachen mal reinpacken.
das war mal Fotoshooting-Aktion für zwei oder Fotoshooting zwei Personen, also Pärchen, Freundinnen-Shooting oder Mutter-Tochter oder sowas. Alles mit zwei Personen halt. Habe ich schon drin, weil das gab es mal als Angebot an Valentinstag. Das ist jetzt der normale Preis wieder, was hier drin ist. Es gibt immer drei Shootinggrößen. Ab 200 Euro geht's los. Also entweder S, M oder L vom Shooting-Paket. Und an Valentinstag habe ich die Aktion zum Beispiel hier reduziert gehabt. Ne? Und jetzt sind es wieder die normalen Preise. So. Und hier möchte ich jetzt auch mein Halloween-Fotoshooting reinmachen. Und jetzt muss ich natürlich in mein Backend, das ist Frontend von meinem Shop, ich muss in mein Backend von meinem Shop reingehen und das habe ich hier schon offen. Und ja, jetzt muss ich da natürlich Artikel anlegen. Neuer Artikel an, jetzt schließe ich noch, weil ich möchte jetzt nicht bei Null anfangen. Ich gehe auf meine Übersicht, auf meine Artikelübersicht. Da habe ich hier meine verschiedenen Kategorien. Und jetzt gehe ich da mal gezielt rein bei Fotoshootings. Und das sind die, wo man jetzt auch da im Shop gesehen haben. Außer, also man sieht hier, die mit grünen Haken sind aktiv. Sachen, wo es nicht mehr gibt oder von irgendwelchen Events, die vergangen sind, die werden inaktiv gemacht, also mit dem X dann. Und da kann man dann Lagerbestand verwalten, wobei bei einem Fotoshooting ist ja Lagerbestand, da mache ich da meistens immer 999 rein oder so, weil das ist ja jetzt kein physischer Artikel, wo man anfassen kann, wo irgendwann ausgeht. Jetzt nehme ich mir da praktisch ein vorhandenes Fotoshooting eigentlich, dass ich nicht bei Null anfangen muss und kopiere mir das. Jetzt bin ich nur am Überlegen, was ich am besten nehme. Und zwar glaube ich, ich nehme das Wunschpaket und kopiere mir das. Ja, genau. Dann zeige ich hier einfach duplizieren. Die Meldung ist normal, die gerade kam. Und dann mache ich hier unten der alte zu. Der ist nämlich hier unten, sieht man die Reiter, was man alles offen hat. Okay. Artikelbezeichnung Fotoshooting. Das copy erstmal weg. Wie nenne ich es? Ich habe da schon ein Bildchen entworfen heute Mittag. Für den Shop, ich muss mal schön gucken, wie habe ich es genannt? Halloween Fotoshooting Special. Ja, nur Halloween Shooting, das reicht, glaube ich. Ja. Halloween Shooting. Ich kopiere mir das auch. Und in die Meta-Informationen muss es auch rein. Und die Kurzbeschreibung und Keywords Halloween und die Kurzbeschreibung in den Meta-Informationen muss ich hier nachher auch noch anlegen. Jetzt gehen wir aber von oben nach unten. Artikel aktiv, Variantenartikel. Ja genau, das ist ein Variantenartikel, weil ich ja drei verschiedene Shooting-Pakete habe. Und ich bin am Überlegen. Doch, ich mache das schon mit drei verschiedenen, ja. Das stimmt so alles. Und das ignorieren wir jetzt erstmal mit dem Preis, weil wir nachher eh die Varianten anlegen müssen. Jetzt kommen wir hierzu. So, jetzt schreibe ich hier ein kurzer kleiner Text. Gemeinsam legen wir... Ja, der Satz behalten wir mal. Und ich schreibe jetzt hier
Ich muss jetzt, wenn ich den Text schreibe, kurz still sein und kann nicht so viel reden, sonst wird es schwierig. Also bitte verzeiht mir das, wenn der Stream gerade etwas ruhiger ist. Tolles Halloween-Shooting-Special vom 5.10. bis 1.11.2020. Zum exklusiven Sonderpreis. Lass dich von mir in einen Halloween-Charakter verwandeln und ablichten. Genau, gemeinsam legen wir ein Konzept fest, das zu dir passt und bekommst von mir ein passendes Make-up und Hairstyling. Requisiten wie Toten. Oh, die Tastatur macht mich wahnsinnig. Wo ist hier das Ü? Irgendwie habe ich hier eine amerikanische Tastatur. Das ist KL. Requisiten wie Totenköpfe. Ich brauche eine neue Tastatur ohne Scheiß. Requisiten wie Totenköpfe und Knochen sind vorhanden. Ich muss mal schön gucken, ob es hier unten irgendwo ein Öl gibt, wo ich kopieren kann. Ja, hier. Knochen sind vorhanden, okay. Einfach ein paar Worte, damit man weiß, so zu der Aktion. Genau, dann habe ich jetzt hier die drei Pakete, Small, Medium, Large. Deswegen die Kopie von einem anderen Artikel, sonst hätte ich das alles nochmal neu schreiben müssen. Genau, beim Small-Paket ein Set, also ein Halloween-Charakter, beim Medium 2 und beim Large 3. Und dementsprechend ist auch der Preis anders. Ein Set, ein Outfit, ein Make-up und dann gibt es 4 bearbeitete Bilder und eine Online-Galerie aus Bildauswahl. Bei dem anderen gibt es 8 bearbeitete Bilder und bei dem ganz großen 12. So, Small. Der normale Preis vom Small-Paket wäre eigentlich 299. Man muss ja bedenken, Fotoshooting mit Make-up. Der hier wäre 399 der normale Preis. Und der hier wäre dann 499, weil bei 3 Sets für ein Make-up, ein Halloween-Make-up, ist sehr aufwendig. Da brauchen wir eine Stunde. Mindestens. Also bist du locker bei einem Set bei 2 bis 2,5 Stunden. Also rechnen wir mal eine Stunde Make-up und dann eine Stunde umziehen und Fotoshooting. 2 Stunden pro Charakter. Du hast hier 3 Stück, bist schon mal bei 6 Stunden. Und dann geht eine halbe Stunde am Anfang durch Scratchen drauf. Das heißt, 6,5 Stunden lang ist das Fotoshooting, muss man einplanen, um 3 so Charaktere rumzubekommen. Und deswegen 500 Euro, weil das ist so ein langes Shooting plus die Nacharbeit der Bilder. Eigentlich könnte man da auch 700, 800 Euro verlangen. Aber das ist halt schon aufwendig. Nur man muss bedenken, Halloween-Make-up, das ist schon ein bisschen extremer einfach. Und dementsprechend der Preis. Und es wird dann auch so sein, das sind jetzt die normale Preise für die Fotoshootings. Und ich werde nachher einen reduzierten Preis anlegen, dass man sieht, okay, der ursprüngliche Preis ist der. Aber nachher, ich möchte nämlich das hier zum Beispiel mega billig hergeben für 199 Euro. Nur den Oktober.
Das ist ein fairer Preis. Ist halt nur für ein Set. Und das wird dann 200, also jedes ungefähr, jedes 100 Euro billiger. Das für 200 statt 300, das für 300 statt 400. Und das wird es dann geben für 400 statt für 500. Und ich weiß, dass das Large wahrscheinlich eher keiner nimmt. Also meistens ist immer die Tendenz zum Medium. Das ist einfach ein bisschen Verkaufsstrategie. Wenn man drei Sachen zur Auswahl hat, die Leute, die nehmen immer die goldene Mitte. Und das ist auch genau das Paket, was ich eigentlich verkaufen möchte, so die goldene Mitte. Weil das für mich immer recht gut ist. Weil das eine hier, das ist schon ein bisschen klein. Und das andere ist schon riesig, ne? Und die goldene Mitte ist eigentlich optimal. Und wenn man das große doch auch mal verkauft, ist man auch glücklich. Hallihallo! Ein Zuschauer haben wir hier. Wie spricht man denn der Name aus? Mystic Alice 7. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Schön, dass du dich hier in meinen Chat rein verirrt hast. Genau, ein scheiß Ö. Ich habe so eine blöde Tastatur. Warte, ich kann sie mal in die Kamera halten. Eigentlich ist ja hier auch ein Ö. So ein Dreck. Gibt's keins. Und dann dieses Z hier ist eigentlich das Y. Wenn ich auf Z drücke, ist Y. Ich wollte eine schnurlose Tastatur und ich habe mir die gekauft und irgendwie habe ich nicht darauf geachtet, dass ich eine Deutsch nehme, beziehungsweise die ist auch, ich glaube, die kommt eh aus China. Da das ist so ein billig Tastatur. Wobei die nicht schlecht ist. Aber ja. So bescheuert, gell? Das kann auch nur mir passieren. Mystical. Ach so, du wolltest dich nur so nennen. Und es war... Oh ja, ich kenne das. Ich habe mir neulich auch wieder eine andere E-Mail-Adresse eingelegt. Eine neue noch für was Privates. Und mein Name war auch belegt. Das war ein bisschen blöd. Da muss man immer noch irgendeine Zahlen oder irgendwas anderes dahinter stellen. Da war halt dann jemand schneller. Leider. Ja, ich lege gerade, oder was ich heute hier im Stream mache, ist meine Halloween-Aktion, meine Halloween-Promotion, die wo ab morgen starten soll, vorbereiten. Und ich habe zwar einen Photoshop, ich kann mal rüberspringen. Gerade schon mal diesen Facebook-Banner hier gelayoutet, erstellt. Dann noch für Facebook ein Bild, für einen Beitrag. Das kommt in meinen Shop nachher oben rein als Banner. Und da habe ich noch für die Insta-Stories 2 so ein Hochformat auch noch gemacht. Genau, weil ich bin ja jetzt schon eine Stunde. Eine Stunde bin ich schon live. Und jetzt muss ich natürlich meinen Shop anpassen. Und jetzt stelle ich hier das Fotoshooting, das Halloween-Fotoshooting einmal rein. Und dann muss ich noch diesen Rabattcode in meinen Shop reinmachen und dann kann ich die Banner nämlich auch auf Facebook und in meinem Shop reinmachen, dass es praktisch dann offiziell ist und ab morgen das Ganze dann bewerben. Und da habe ich gedacht, ja, ich mache sowas mal in einem Stream, dass man mal sieht, was man als Fotograf eigentlich alles noch so macht, außer jetzt Bilder bearbeiten. Ah, Lars, jetzt! Natürlich weiß ich, wer du bist. Ja. Ja, ich habe da nicht auf die Tastaturauswahl geguckt, als ich das gekauft habe, ich Idiot, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Man sollte da ja dran denken, wenn man sich eine Tastatur kauft, vor allem über eBay oder so, dass da nicht nur deutsche Tastaturen angeboten werden. Ich Depp. Jetzt habe ich es halt. Aber gut, das war die Tastatur, die Maus hier war auch noch mit dabei. Kann ich alles per USB-Stick verbinden, schnurlos. Nee, ist nicht schlecht, aber hey, was habe ich bezahlt dafür? 17 Euro. Also das ist ein Witz für die Maus und Tastatur. Da darf ich jetzt, ja, hab nicht viel Geld kaputt gemacht. Und ich meine, es geht ja, man kann sich an alles dran gewöhnen. Naja, okay. Aber freut mich, schön, dass du reingeguckt hast. Du machst eine Präsentation für X-Ride. Was ist ein X-Ride? Das sagt mir gar nichts. Erzähl doch mal, was ist das?
Du gibst ein Webinar. X-Ride, ist das ein Anbieter von irgendwas oder irgendjemand, wo was verkauft oder was ist das? Okay, und da machst du eine Präsentation, weil du ein Webinar gibst. Oder ist X-Ride irgendwie eine Plattform für Webinare? Ich kenne das echt nicht, noch nie gehört. Und du machst ein Webinar zu welchem Thema? Okay, Hersteller, um Bildschirme zu kalibrieren. Und für die machst du, wie bist du denn dazu gekommen? Geht es denn in deinem Webinar um Landschaftsfotografie für Anfänger? Okay, also da geht es nicht unbedingt nur ums Kalibrieren. Aber die Zielgruppe von deinem Webinar sind dann Fotografen und Fotografen, ja, sind ja auch eine gute Zielgruppe, um Bildschirme zu kalibrieren. Okay, verstehe. Cool, wie bist du dazu gekommen? Das ist ja cool. Das heißt, du machst öfters was für die. Oh, sowas wäre ich auch gern für irgendwie, keine Ahnung, auch für irgendjemand. So wie manche halt für Nikon oder für Canon. Aber an sowas zu kommen, ist echt mal schwer. Das macht schon Spaß, das wäre schon geil. Da hätte ich auch Bock drauf. So, der Text hier stimmt jetzt auch. Das stimmt auch soweit alles. Dann tue ich mal Artikel noch nicht aktiv machen, aber schon mal zwischenspeichern, dass es mir nicht hier irgendwas verhaut. Durch eine Freundin, die arbeitet da und ja, sie musste jemanden finden und hat sich an mich gewandt. Ja. Ja, ich glaube, über so Dinge kommen wir echt manchmal so durch Connections am besten ran, ne? Da ist echt Glück. Wahnsinn, ja. Sehr, sehr gut. Das heißt, du machst jetzt sehr viel Landschaftsfotografie. Keine Porträtfotografie mehr. Kamerakalibrierung, Druck kalibrieren. Okay. Hört sich mega interessant an, auf jeden Fall. Ja, das habe ich mitbekommen, dass du so Travel-Bilder auch machst, so Travel-Lifestyle und sowas. Habe ich über Facebook mal eine Zeit lang auch mitbekommen, dass du öfters oder viel unterwegs warst oder wo wir auch mal gechattet haben, das ist schon länger her, da hast du auch gerade erzählt, dass du irgendwie unterwegs bist. Genau. Ja, sowas ist natürlich gut, wenn man viel rumkommt, so Travel-Fotografie hat auch seinen Reiz. Definitiv. Ich komme da leider nicht so viel rum wie du jetzt. Deswegen, Travel-Fotografie wäre für mich schwierig, wenn man nicht rumkommt. Also, dann kann man es lassen. Ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich eher im kreativen Bereich halt so. Ich tue jetzt hier, ich habe hier mein Titelbild reingeladen für den Artikel und ich lade jetzt hier noch ein paar Beispielbilder mit rein, weil ich hatte doch hier nämlich in dem Ordner. Ah, jetzt ich immer mit meinem scheiß Doppelklick. Jetzt nimmt er das auch noch. Warum?
Jetzt habe ich's. Wann ist denn das Webinar? Steht da schon ein Termin fest? Kommt drauf an, wann das ist, ja. Ich meine, wenn ich da zufällig daheim bin, Bilder bearbeite oder so eh am PC sitze, so Webinare schaue ich mir gerne mal an und lasse die nebenher laufen einfach. Also ich habe ja hier dann eh mehrere Bildschirme und so und kann es dann auch mir nebenher anschauen lassen. Das ist schon spannend immer, von anderen mal so Sachen anzugucken. Definitiv. Ich wollte mehrere. Irgendwie komme ich hier noch nicht so klar. Achso, ich bin auf dem falschen Knopf. Ich Idiot. Wenn ich einmal auf das Bild klicke, dann ladet es das mir hier gleich hoch. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gleich mehrere markieren. Irgendwie geht es. Ich bin einfach Apple gewöhnt. Oh, jetzt habe ich das zweimal, ich Idiot. Vor lauter Quatschen lade ich das Bild zweimal hoch. Ich wollte hier noch so ein Vampirbild hochnehmen. 27.10. Ich muss mal schön in den Kalender gucken. Ah, okay, das ist schon unter der Woche ein Dienstag. Okay, ja, das kann gut sein, dass ich da Zeit habe, abends eh zu Hause bin. Allerdings 17.30 Uhr wird bei mir ein bisschen knapp. Da mache ich gerade Feierabend. Ich bin dann immer so um 18, also vor 18 Uhr nie zu Hause. Aber da kann man ja dann bestimmt auch ein bisschen verspätet einsteigen oder so. So, Bilder habe ich drin. Ja, muss ich da mal gucken, wie es seitlich passt. Aber richtig cool, dass du sowas machst. Ah, auf YouTube wird's. Ja, YouTube schaffe ich dann auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, ich tue so Streams, wie ich jetzt hier mache und so, die tue ich auch auf YouTube hochladen. So, jetzt muss ich hier noch Varianten generieren. Oh Gott, wie ging das nochmal? Das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Wie ging das nochmal? Okay, da sind noch keine drin. Die muss ich die Paketgröße. Drei Optionen zugeordnet. Ich glaube, ich muss hier draufklicken nur.
Ach so, ja, jetzt macht es. Vorgang starten. Ja, also meine Twitch-Livestreams zum Beispiel jetzt, die ich so mache. Ich mache das ja auch noch nicht so lange hier auf Twitch. Da ist es auch so, dass ich die, die bleiben ja auf Twitch nur 14 Tage gespeichert. Was ich immer schade finde, weil ich möchte nicht, dass die einfach weg sind. Ich tue mir die einmal immer runterladen, dass ich sie einfach für mich habe. Und dann auch auf Facebook hochladen. Und auf Facebook sind sie dann eh erstmal auf privat gestellt. Und dann tue ich sie nach und nach veröffentlichen. Weil dann hat man... Da hat man einfach auch gleich, ja, Videomaterial für Facebook, für YouTube und muss ja nicht immer nochmal separat extra was machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt hat er meine Varianten definiert, angelegt, Small, Medium, Large. Und hier kann ich jetzt dann die Preise definieren. Jetzt fangen wir mal an mit Small. Und jetzt haben wir hier einmal, bei Pseudopreis müssen wir den normalen Preis eintragen. Das wäre ja 2,99. Und hier bei normalen Preis kommt jetzt der reduzierte Preis von der Halloween-Aktion rein. So. Und dann einfach Artikel speichern. Und dann haben wir jetzt hier einmal, der Pseudopreis ist nämlich dann immer der durchgestrichene und der normale ist dann der reduzierte Preis. Und das machen wir jetzt mit den anderen drei auch noch, mit Medium. Das war dann 3,99 und der reduzierte 2,99. Also das ist echt ein unschlagbarer Preis, wenn man überlegt, Fotoshooting mit Make-up für so einen Preis. Das ist irre. Aber es gibt trotzdem welche, die sagen, oh, es ist teuer. Aber ich könnte da locker eigentlich nochmal überall 100 Euro draufschlagen. Und da war ja bei dem ganz großen Paket, war es ja 4,99. Und dann 3,99. So. 200, 300, 400 und da war es 300, 400, 500, okay. Gut, haben wir hier drin. Das passt. Dann kann man nochmal auf Stammdaten gehen. Jetzt kann ich einen Artikel aktiv machen, weil das passt alles. Das ist ja gut so. Artikel speichern. Und jetzt gehe ich mal hier. Gucken, ob schon drin ist. Manchmal braucht es auch einen Moment. Nee, ist noch nicht drin. Dann gehe ich nochmal ins Backend und gehe mal auf Caches, Shop Cache Learn. Manchmal muss man den Cache erstmal lernen, beziehungsweise oder dann einfach nochmal 5 Minuten warten, bis es dann hier auftaucht. Immer noch nicht drin. Aber in der Rubrik Fotoshootings habe ich es doch reingemacht, oder? Unter der Kategorie Fotoshootings und Sale habe ich es reingepackt. Gucken wir mal, ob es im Sale vielleicht schon drin ist. Nee. Ja, und es muss dann auch hier oben gleich als erstes kommen. Aber was mir noch auffällt, ich kann hier noch was machen. Und zwar, ich bin ja hier noch gar nicht weiter runtergegangen. Die Kurzbeschreibung. Und zwar das hier. Halt. Ich wollte ja noch in den Metadaten hier die Kurzbeschreibung mit reinpacken. Oh, da ist ein Tippfehler, siehst du?
habe ich hier oben natürlich auch drin. Und dann noch Stück, Lieferzeit. Haben wir ja keine Lagerbestand. Lagermindestbestand. Muss man halt eingeben. Erscheinungsdatum, ja genau, heute. Erscheinungsdatum, Einstellungsdatum heute. Pseudo-Verkäufe machen wir auch mal rein. Und zwar einfach mal 18 Stück. Mindestabnahme eine. Und dann machen wir hier versandkostenfrei. Klar, ist ja kein physischer Artikel. Artikel hervorheben, ja, machen wir auch. Okay. Und dann tun wir nochmal speichern. Aber jetzt wäre der Artikel drin. Jetzt müssen wir noch... Das muss ich unbedingt heute noch fertig kriegen. Jetzt ist nämlich schon 19.10 Uhr. Den Code anlegen, ne? Für die 20% Rabatt auf der Rest vom Shop. Der ist gespeichert. Können wir das schließen? Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt inzwischen drin ist. Wenn ich tue, nochmal einen Cache lernen. Der lädt die Seite noch. Shop Cache lernen. Machen wir nochmal einfach. Hat er es jetzt gemacht? Das schnellste ist er auch nicht. Ah, jetzt ist er da. Seht ihr? Ich meine, man muss mal einfach den Cache lernen und dann dauert es halt einen Moment. Muss man mal die Seite refreshen, bis es irgendwann, also aktualisieren, bis es irgendwann auftaucht. Aber jetzt ist der Artikel drin, ganz oben, und hier auch Tipp und Neu und Prozent. Und unter Sale ist er auch drin, da habe ich ihn auch reingesetzt, wenn man es hier drauf geht. Das mache ich jetzt zur Kontrolle, dass alles stimmt und nicht, dass ich irgendwie was falsch angelegt habe. Einfach, dass ich mir den Artikel nochmal im Shop angucke, ne? Also hier wird der Preis ja schon mal richtig angezeigt, 199 statt 299. Aber jetzt müssen wir halt noch gucken. Hier sind ein paar Beispielbilder noch drin. Paketgrößen, die zeigt es mir auch an. Jetzt gehen wir mal spaßeshalb auf das Large noch. Ja, und die Texte hier sind auch schön drin. Okay. Und das Sale können wir auch reingucken. Da müsste es auch ganz oben sein. Und hier steht natürlich noch versandkostenfreie Lieferung und so. Leider ist es halt... Ich meine, bei einem Fotoshooting ist logisch, dass da nichts geliefert wird, beziehungsweise das Liefern bezieht sich dann später nachher auf die Bilder, die man bekommt. Das ist halt hier ein bisschen bei digitalen Produkten oder halt bei Dienstleistungen hier im Shop ist es ein bisschen blöd. Ja, das sind alle Produkte, die gerade so reduziert sind in meinem Shop. Da habe ich extra eine Sales-Seite und hier ist es auch mit drauf. Okay, gehen wir wieder zurück ins Backend. Du musst dein Portfolio anlegen. Und dann geht es mit den Landschaften weiter. Ah, da ist auch ordentlich zu tun. Eine schöne Sonntagsarbeit, ha? Aber so sagen kann man sonntags super machen. Vor allem die nächsten Tage soll es jetzt eh nur regnen. Und was gibt es Besseres wie beim Regnen? Rechner einfach zu sitzen und was Sinnvolles, Produktives zu machen. So. Jetzt gehen wir Marketing. Gutscheine. Ich glaube, das war da mit den Codes. Das ist morgen Spätschicht. Oh ja, da muss ich ja nicht mal früh ins Bett. Ich muss früh raus morgen. Und ich merke schon wieder heute, ich habe so einen Druck auf dem Schädel heute irgendwie. Keine Ahnung, woher das wieder kommt. Gutscheine, Codes. Ja, genau. Ich habe nämlich mein Newsletter-Gutschein.
von 20% Rabatt. Und da habe ich genau einen Lovebirds-Gutschein von 15% Rabatt. Und da gehe ich jetzt auch her, dass ich einfach hier einen vorhandenen Gutschein kopiere. Und dann nehme ich einfach mal den Newsletter-Gutschein, den dupliziere ich. Und dann nenne ich den jetzt Halloween. Special Code. Gutscheinmodus. Allgemein, Anzahl der Gutscheine. Da mache ich halt irgendeine Zahl rein, ne? Ich meine, wenn so viele Leute mal bei mir einkaufen, wäre ich glücklich, dann bin ich reich. Du hast viel aufgebaut, hast eine Wohnung gekauft. Wow, cool! Glückwunsch zum Wohnungskauf. Das ist immer was Tolles, wenn man Eigenheim hat oder überhaupt eine neue Wohnung, die einrichten kann und so. Macht ja irgendwie Spaß, wenn man sich alles so zurecht machen kann, dass man sich wohlfühlt. Ist natürlich viel Arbeit, Umzugsstress und sowas, aber wenn dann alles fertig ist, ist es toll. Wenn man dann auch mal die Gelegenheit nutzt, ein bisschen neue Möbel zu kaufen oder so, alles hübsch zu machen, alles schön zu machen, ist was Schönes. Mindestumsatz. Ja, der halte ich ganz gering, ist ja klar. Und der Abzug war prozentual. Das war creepy 20. Bestellnummer, was habe ich denn bei Bestellnummern immer eingetragen? Da mache ich jetzt einfach mal Monat und Jahr. Keine Ahnung, Wert. Für 20%. Gutschein je Kunde einmal einlösbar. Das ist jetzt die Frage. Oder soll ich da zweimal machen? Komm, ich bin mal gnädig und mache zweimal einlösbar pro Kunde. Oder sogar drei. Komm, da sind wir gnädig bei der Aktion. Jetzt ist meine Musik aus. Man muss nochmal starten. Und du hast nochmal geschrieben im Chat. Ah, okay. Ein Zimmerwohnung. Sonne, Seite, Balkon, am Waldrand mit einem Fluss und so. Das hört sich gut an, sehr entspannt. Also eher so die ruhige Gegend auch. Ich bin hier auch ein bisschen, also ich bin schon irgendwie in der Stadt. Aber trotzdem bin ich auch am Waldrand. Einem Wohngebiet, wo es so ein bisschen Richtung Waldrand ist und jetzt kann ich beim Nachbarn ins Bad reingucken, weil ich das Fenster offen habe. Witzig, witzig. Ja, nicht schlecht. Hört sich gut an, definitiv. So. Ja, das passt alles. Genau, und jetzt haben wir hier noch Gutschein beschränken, auf Artikel begrenzt. Gutschein beschränken, Datum muss ich natürlich eintragen. Und zwar, es soll ja morgen losgehen, ab 5., also nämlich das Datum von heute schon natürlich. Heute. Und bis, dann geht es ja bis zum 1., haben wir gesagt. Bis zum 1. November und dann nehme ich auch immer einen Tag danach, ne? Um sicher zu gehen, dass es wirklich auch in der Zeit, weil vom 5. habe ich gesagt, also einen Tag früher bis zum 1., einen Tag später, das ist wirklich nicht, dass einer da eine Minute vor 0 Uhr noch was bestellt und dann meckert, ja, es geht ja gar nicht mehr. Auf Artikel begrenzt.
Jetzt müssen wir Rabatt einschränken. Nee. Problem ist, ich will den Rabattcode jetzt begrenzen, und zwar auf dieses Fotoshooting, das ja eh schon reduziert ist. Da möchte ich nicht, dass man da auch noch 20% Rabatt zusätzlich nur anwenden kann. Auf alles andere im Shop ja, nur da nicht, weil das wäre sonst übel. Weil die Leute machen das, die sind ja schon wie ein Fuchs. Rabatt einschränken, Rabatt nur auf definierte Artikel. Auf Artikel begrenzt. Ja, da kann man es zum Beispiel dann nur auf einen einzigen machen oder so, ne? Und die kann ich, den gibt's eh nicht mehr, den Artikel, die roten hier. Naja, wenn die drin sind, stört auch nicht. Aber da möchte ich ein Auge drauf haben. Ist der jetzt drin? Fine Art Collection. Ja. Alles, was ich jetzt hier anklicke, ist hier dann praktisch drinnen. Und jetzt gehe ich da einfach mal durch. Inaktiv, inaktiv, inaktiv. Hier sind jetzt Fotoshootings. Die, klar, die sollen rein. Die sollen rein, die sollen rein. Die Fotoshootings dürfen alle drin sein, das auch. Und das ist inaktiv. Inaktiv, inaktiv, aktiv. Jetzt gehe ich da einfach mal durch, geschwind. Die dürfen auch alle drin sein. Ja, ich kontrolliere das jetzt. Also kann man manche Artikel einfach ausschließen. Ja. Inaktiv. Jetzt gehen wir noch weiter. Ah, da muss ich ein bisschen gucken jetzt hier. Inaktiv. Das Fotoshooting ist auch okay, das packen wir auch mit rein. Das auch. Fotoshooting BDSM nehmen wir auch mit rein. So, die letzte Seite. Just
Und da ist jetzt Fotoshooting Halloween und die drei Sachen, die wollen wir nicht mit drin haben. Und wenn ich jetzt hier durchgucke, ja, genau, das ist alles schön drin, was ich jetzt mit reingenommen habe. Und eben Fotoshootings, hier bei Fotoshootings ist dann die Halloween-Aktion nicht mit drin. Ja, okay. Speichern. Jetzt gucke ich mal schön noch bei einem anderen Code. Jetzt ist sie hier auf jeden Fall drin. Code Creepy20. Ja. Okay, Code ist angelegt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, funktioniert der auch? Und zwar testen wir jetzt. Ich mache jetzt einfach mal Preset-Kollektion in den Warenkorb. Zur Kasse. Wenn ich das dann nachher nicht funktioniert. Ach nee, scheiße, da muss ich jetzt... Ah! Ach, das ist doch doof. Ich teste das, glaube ich, mal geschwind hier im iMac. Logge ich mich mal da am anderen Computer als Kunde ein. Ja. Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now ich hoffe, der loggt sich da jetzt ein. Was Problem ist, mein Passwörter. Oh. Und der Computer ist jetzt noch relativ neu, da habe ich noch nicht alle Passwörter drin, beziehungsweise ich muss mir die mal alle zusammenschreiben. Und am iMac habe ich die im Schlüsselbund. Ah gut, das kann ich nachher auch noch testen mit dem Code. Sollte funktionieren eigentlich. Ja, ich gucke jetzt mal. Gutscheincode eingeben. Creepy20 und dann einmal anwenden. Ja, hat funktioniert. Und jetzt teste ich das Ganze noch. Bei dem Fotoshooting.
Denn da sollte es ja nicht funktionieren. Und ich bin mal am Überlegen. Ich bin voll echt am Überlegen. Nee, dass die Leute den Code auf das Fotoshooting auch noch anwenden. Dann mache ich halt den Rabatt ein bisschen kleiner. Weil sonst kommen wieder E-Mails wie: Warum geht es nicht beim Fotoshooting? Und das Problem ist, jemand, wo vielleicht ein Fotoshooting dann in den Warenkorb legt plus ein digitaler Artikel, dann kannst du den Code nicht anwenden, weil das, wenn man dann das separat bestellen muss. Ja, ich mache das lieber so, weil ich kenne meine Kunden und ich kenne dann immer ihre oder die Probleme. Ja, dann gehe ich lieber mit dem Preis, weil wenn man überlegt, Fotoshooting gibt es für 200 Euro und dann geht 20% weg, das sind 20 Euro. Dann können die auch sagen, hey, dann mache ich es eben nur, dann kostet es eben 220 Euro, dann gehen zusätzlich nur 20% weg. Ja, dann kriegt man es 25 Euro billiger. Ja, damit kann ich leben. Dann mache ich es nämlich lieber so. Obwohl, nee, bei 20%, nee, das ist ja mehr sogar. Da müsste ich ja... Bei 200 Euro Fotoshooting... Nee, ich muss das so machen. Das geht nicht. Wer 200 Euro, 20% weg. Das sind 40 Euro billiger. Da müsste ich mein Fotoshooting 250 Euro... Dann ist es nur 50 reduziert. Ach, das ist jetzt blöd. Nee, ich lasse es jetzt so, wie ich es angelegt habe. Passt schon. Okay, also, mein Gutscheincode habe ich angelegt. Das Produkt ist im Shop. Jetzt muss ich die Banners noch reinmachen. Einkaufswelten. Jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten, weil ich möchte eigentlich um 20 Uhr hier Ende machen. Weil ab 20.15 Uhr möchte ich mich aufs Sofa legen und ein Filmchen schauen und essen sollte ich da dann auch. Eine halbe Stunde hätten wir also noch. Und dann gibt es morgen Abend wieder einen Stream. Morgen Abend um 20.30 Uhr werde ich wahrscheinlich nochmal streamen. So, meine Einkaufswelt. Die machen wir jetzt. Weil das Fotoshooting ist jetzt drin, der Gutschein, der existiert jetzt auch und jetzt sollen die Leute ja hier einmal auch erfahren, dass es der Gutschein gibt. Und zwar kommt es jetzt hier an oberste Stelle. Ah, erstmal hier Platz. Und da soll das Banner rein dann. Und das machen wir jetzt hier rein. Datei auswählen. Heute ist echt ruhig. Also es ist Sonntag. Eigentlich hätten doch hier mal ein paar mehr Leute drin sein müssen. Im Stream als Zuschauer. Was ist denn los mit euch? Ich meine, Lars, total toll, dass du reingeguckt hast. Ich habe mich mega gefreut. Mega, wirklich. Aber das ist schon komisch, gell? Je nachdem, wie man gerade streamt, ob Leute kommen. Aber je mehr man quatscht, kommt man auch nicht so voran, ne? Ah, ich bin im falschen Ort nur. Und zwar Halloween-Aktion, da habe ich sie abgespeichert, ne? Jetzt muss ich das aber sehen. Und zwar, wir haben, das ist ja für Facebook gedacht, das Banner, das will ich nicht. Und zwar dieses hier. Das haben wir vorher gelayoutet in Photoshop. So. Dann haben wir es nämlich jetzt hier drin. Alle beschäftigt, ja. Wahrscheinlich. Manchmal ist es voll komisch. Das ist echt, kommt drauf an, um wie viel Uhrzeit du drin bist, an welchem Tag, ob die Leute halt zu Hause sind, ob die Bock haben. Manchmal, zack, bam, sind voll viele plötzlich hier. Oder beziehungsweise da schreiben dann auch einige in Chat. Und manchmal ist hier so voll tote Hose.
Aber man kann es dann nie wissen, ne? Außer übernehmen. Einen Link muss ich nicht hinterlegen, weil ich könnte jetzt hier bei dem Bild noch einen Link hinterlegen, aber brauche ich ja nicht, ne? Weil das geht ja nur darum, dass die wissen von diesem Code, wenn die in meinen Shop gehen und das gleich sehen auf der Startseite. Okay, jetzt ist das Bild natürlich ein bisschen breiter noch. Muss ich hier noch eine Zeile einfügen. Und ich glaube, ich muss noch mal eine. Ja, jetzt sieht es gut aus, jetzt passt es vom Format. Das ist jetzt natürlich ein bisschen breiter wie das untere, ne? Macht aber nichts, weil das ist so die Hauptaktion momentan. Okay, einmal speichern. Jetzt habe ich aber, das ist hier die Desktop-Version, wo ich das hier so alles angelegt habe, hier meine Startseite. Und man sieht hier oben Tablet, Landscape, Tablet Portrait, Mobile Landscape und Mobile Portrait. Ich möchte das hier, weil hier ist noch nicht drin jetzt, ne? Das ist ja für die verschiedenen Endgeräte ist es angepasst. Und jetzt sage ich hier einfach hier. Übernehmen. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Weil sonst wird es nur auf der Desktop-Version angezeigt und dann auf dem Handy nicht. Jetzt schauen wir mal. Mobile Portrait. Weil das ist eigentlich die Funktion oder das ist die Ansicht, wo die meisten drin sind. Ja, Handy. Man sieht das jetzt. Hier sieht es natürlich komisch aus. Auf dem Handy wird es aber richtig dargestellt dann. Einkaufsfeld speichern. Okay, das hätten wir. Das heißt, die Leute wissen jetzt hier, wenn sie in den Shop gehen, vom Code. Die können einkaufen. Mit dem Code wird dann auf Facebook und so auch beworben mit dem Bildchen. Da haben sie da auch den Code. Das Fotoshooting ist auch drin. Dann kann ich auch Fotoshooting-Aktionen machen. Einkaufswelten ist aktuell gemacht. Jetzt tun wir hier nochmal Shop Cache leeren. Und dann gehen wir hier auf die Startseite und schauen uns das mal an. Code funktioniert, den habe ich auch gerade getestet. Den hat es schön ordnungsgemäß angelegt. Fotoshooting ist drin. Und jetzt müsste hier gleich auf der Startseite auch das Banner auftauchen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Genau, super. Das ist die Startseite von meinem Shop und dann erkennt, also auf der landet man ja, wenn man reingeht. Und zack, dann hat man das gleich einfach hier. Die Rabattaktion. Gut, auf das Fotoshooting könnte ich jetzt noch separat hinweisen, ne? Das steht jetzt hier nicht, dass es das gibt. Aber das mache ich über Facebook und Instagram. Das packe ich jetzt hier mal nicht mit rein, das ist okay so. Ja. Das heißt, es ist alles erledigt. Und jetzt möchte ich gleich, dass morgen soll es ja losgehen oder eigentlich könnte ich sogar heute Abend noch posten. Brauche ich ja ein paar Facebook-Posts. Und dann plane ich die doch jetzt mal direkt schon mal. Hallo? Warum geht es jetzt nicht? Ah, der hat nur gebraucht. Der ist so langsam, das ist brutal. Da kannst du nebenher der Wand beim Trocknen zuschauen. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der halt einfach ein bisschen langsamer ist, weil ich streame. Hey, Jens, ich danke dir, dass du mir folgst.
Lieben, lieben, lieben Dank an dich. Freut mich. Bedeutet mir sehr viel. Ja, es war gerade ein Ruckler drin. Habe ich Jens gesagt? Lars, meine ich doch. Habe ich echt Jens gesagt? Nein, Lars, meine ich. Jetzt ruckelt's gerade übel, ja? Ich sehe es hier gerade. So, ich war gerade verpeilt, weil hier mein OBS mich ablenkt, weil ich sehe hier rot, rot, rot. Das gefällt mir gar nicht. Und, jetzt ist wieder grün. Ich habe jetzt mal auf dem hinteren Rechner das WLAN ausgemacht. Ich habe manchmal so Internetschwankungen drin. Ohne Witz, jetzt ist es wieder rot. Aber bisher ging es jetzt die ganze Zeit. Ab und zu so ein kleiner Ruckler ist ja nicht ganz so schlimm, aber jetzt zeigt es mir hier gerade echt starken roten Ausschlag an. Naja, ich streame jetzt mal weiter. Ich mache eh nicht mehr so lange. Ich hoffe, das mit der Internetverbindung wird nicht schlimmer. Ich glaube, jetzt sind. Keine Ahnung. Ich hoffe, das wird. Ja, das ist dann immer, ich glaube, Ton geht recht gut, aber in der Webcam sieht man die Ruckler, wenn ich mich praktisch hier bewege. Dann sind plötzlich so Ruckler drin, die Aussetzer. Also, Lars Müller. Danke für dein Follow. Freut mich sehr. Streamst du eigentlich auch auf Twitch oder bist du nur Zuschauer? Ja, jetzt ist wieder besser. Jetzt zeigt es bei mir auch wieder grün an. Wobei es schwankt manchmal noch ins Rote so. Also meine Internetverbindung, manchmal ist sie gut und dann manchmal so Wochenende abends oder gerade am Wochenende abends, da wird sie dann schlecht. Das Problem habe ich. Ich muss echt mal irgendwann muss mich beschweren mal. Keine Ahnung, das kann ja nicht sein in der heutigen Zeit. Nein, ich wollte doch hochladen. Bis jetzt nur Zuschauer, okay? Hier hochladen. Ja, ich wollte am Anfang auch nicht streamen. Ich habe gedacht, oh Gott, Twitch, was ist das schon wieder für eine Plattform und für ein Scheiß? Aber irgendwie habe ich jetzt Gefallen dran gefunden. Ey, ich muss Feierabend machen. Jetzt finde ich nicht mal mehr hier meinen Halloween-Ordner. Ich bin. Meine Birne ist ein bisschen gaga. Matsch. Aber ich mache jetzt nur bis 20 Uhr und dann gehe ich. Dann beende ich den Stream. Ich bin jetzt seit 2 Stunden, 1 Stunde 55 Minuten schon online, das ist gut. Warum nimmt der das jetzt nicht? Ist das Foto zu groß? Ich habe das. Schauen wir mal geschwind. Warte, ich muss das JPEG öffnen. Nee. So ein Blödsinn, das ist doch nicht so groß. Bildgröße.
Halt, Moment, warum zeigt es da 6,9 Megabyte an? Und hier zeigt es mir aber 646 Kilobyte an. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, genau. Ja, dieser Countdown hier stimmt nicht. Weil irgendwie, ich habe den neu reingemacht und ich mache den wieder raus, der nervt mich. Weil ich sehe es ja in OBS, wenn ich den Stream gestartet habe. 1 Stunde 56 Minuten. Und dieser Countdown, der läuft irgendwie schon, der geht los, wenn du OBS öffnest. Aber wenn du OBS öffnest, bedeutet nicht, dass du auch schon live bist. Weil live muss ja erst starten. Und also stimmt nicht. Voll bescheuert, das habe ich aber auch nicht gewusst. Deswegen wird er wieder rausfallen. So, warum sagt er, das Bild ist zu groß? Foto hochladen. War mir nicht schwach? Jetzt geht's! Ich habe doch gewusst, ich habe es ja vorher extra kleiner abgespeichert, also ich bin ja nicht dumm. Die Technik, die hat mich heute eh nicht lieb. Heute Mittag ging ja schon mal Webcam nicht, da hat die voll rumgespackt, nur bis ich dann mal der Fehler gefunden habe. Ja, das mit dem Countdown kriege ich irgendwie nicht in den Griff. Ja, der fliegt raus. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Wer unterm Video auf Twitch steht, ist eigentlich auch dran, wie lange man online ist, gell? Aber ich habe gedacht, wäre halt so cool. Nee, dann schmeiße ich den raus und speichern. Juhu, jetzt ist es online. Okay. Wir öffnen mal das Business-Dings hier. Gut, da haben wir es drin. Beitrag erstellen. Planen wir noch schnell für morgen einen Facebook-Beitrag. Und zwar nehmen wir da dieses Bildchen. Ich muss mal gucken, ob ich da noch einen Text habe von letztem Jahr. Halloween. Glaube ich. Hey, da muss ich doch den Text nicht nochmal neu schreiben. Oktober-Halloween-Aktion. Du in deinem Lieblings-Halloween-Kostüm. Oder einem meiner düsteren Outfits aus meinem Fundus. Passendes Make-up inklusive. Du in deinem Lieblings-Halloween-Kostüm. Und passendem. Ich
Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Genau, wir sehen uns oder hören uns bestimmt bald wieder. Mach's gut und viel Erfolg dann auch mit deinem Webinar. Super, Aktionspreis nur Buchpaar den ganzen Oktober. Shootingtermine auch außerhalb von. Ja, der Text ist doch super. Ja. Ja, nee, dann mache ich das nachher vom Handy aus. Ich habe jetzt hier auf dem Handy mein Ding und ich schicke jetzt die Bildchen auf mein Handy, weil dann kann ich da mobil immer posten. Ja, und zwar mache ich das immer so. Ich habe ein iPhone und da gibt es ja die Notizen-App. Und auf dem iPhone schreibe ich mir praktisch meine Instagram- und Facebook-Beiträge schon hier in den Notizen mit Hashtags und allem vor. Und dann kann ich es da einmal rauskopieren und dann, wenn ich auf Facebook oder Instagram poste, einfach immer einfügen und dann mit dem Bild. Und ich schicke mir jetzt einfach, ich spare mir das hier, das mache ich nachher, wenn ich Fernsehen gucke, vom Sofa aus in der scheiß Werbepause. Den Text habe ich schon hier für die Aktion Oktober Halloween Aktion. Du in deinem Lieblings Halloween Kostüm und passendem Make-up inklusive. Super Aktionspreis, nur buchbar. Bla 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 bla. Hab den Text. Und dann mache ich da noch so die Links rein. Einmal halt, wo ich allgemein auf die Aktion hinweise vom Shop. Und einmal die Aktion vom Fotoshooting. Pack die Links noch dazu, dass man gleich direkt auf meinem Shop landet, beziehungsweise auch auf dem Fotoshooting landet. Und dann mache ich das nachher in den Werbepausen, so vom Sofa aus mit dem Handy und so. Und dann schicke ich mir einfach nur die Bildchen, die ich jetzt hier gelayoutet habe mit euch. Die hier schicke ich mir die alle aufs Handy. Und dann das von der Insta-Story noch. Auf Facebook habe ich das Banner ja reingemacht. Im Shop ist mein Banner auch drin. Hier, den Aktionscode habe ich angelegt, das heißt, das habe ich jetzt alles. Ja, genau. Da habt ihr jetzt in meinem Stream praktisch gesehen, wie ich so eine Aktion vorbereite. In dem Fall war es jetzt eine Halloween-Aktion oder zum Beispiel ein Ostern, wenn man eine Aktion macht, oder eben Black Friday oder wie auch immer, oder an Weihnachten. Ja, sowas muss ein Fotograf auch machen. Ein bisschen Promo, einmal den Shop pflegen, dann die Produkte da reinmachen. Ich arbeite mit Shopware, da habt ihr jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen, wie das so aussieht mit Shopware. Hier das Backend dann. Das ist das Frontend. Und dann habe ich auf meiner Facebook-Seite hier den Banner reingemacht. Genau. Das braucht lang, bis es lädt. Genau, und dann mache ich jetzt von Sofa aus oder jederzeit von unterwegs, plane ich jetzt heute Abend noch schön ein paar Beiträge. Ich meine, wie man Facebook-Beiträge plant oder schreibt, das weiß man ja. Das muss ich jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Das mache ich da dann. Und da freue ich mich jetzt aufs Essen. Ich habe nämlich jetzt Hunger. Ja, ich esse manchmal zu spät. Erst um 20 Uhr. Eigentlich wollte ich ja mit dem Stream vielleicht schon um 19 Uhr aufhören heute, weil ich ursprünglich um 16 Uhr anfangen wollte oder 17 Uhr. Und da habe ich gesagt, okay, 17 bis 19 Uhr oder 17 bis 19:30 Uhr. Aber dann gab es wieder Probleme mit meiner Webcam. Und manchmal haut es halt einfach nicht so hin, wie man plant. So, Beitrag löschen. Ja. Da haben wir das gelayoutet in Photoshop. Freut mich. Ich blende mal meine Kamera wieder ein. Ja, das war heute das Thema, wie man so eine Aktion vorbereitet. Habt ihr gesehen, wie das geht? Und wenn dann die Beiträge jetzt online gehen morgen oder ich mache, glaube vielleicht nachher schon heute Abend den ersten online und morgen dann nochmal ein und so. Und ich mache dann halt jetzt den ganzen Monat immer wieder
diese Werbebeiträge auf Facebook, dass so jeden zweiten Tag oder so so ein Post kommt zu verschiedenen Uhrzeiten, einmal morgens um 8, einmal mittags um 12, einmal abends um 20 Uhr oder so, dann einmal mittags irgendwann um 15 Uhr. Jeden zweiten Tag zu einer anderen Uhrzeit dieser Beitrag kommt. Einmal, es sind ja immer zwei Beiträge. Einmal den Leuten zu sagen, hey, es gibt einen Rabattcode auf den kompletten Shop. Und dann, hey Leute, ich habe ein Shooting-Special im Laufen. Das sind ja immer die zwei Informationen, die ich mitteilen muss. Und das mache ich dann auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ich jetzt den ganzen Oktober immer streame hier auf Twitch, auch hier im Stream möchte ich das natürlich mitteilen. Dazu habe ich mir extra das angelegt. Ja. Das heißt, ab morgen, wenn ich dann streame, jetzt kann ich es ja reinmachen, weil es ist jetzt aktuell, es ist ja auch schon in meinem Shop. Ab morgen, wenn ich dann praktisch streame, sieht man dann auch hier an meiner Kamera Ansicht, dass ich eben eine Aktion im Laufen habe. Und das ist mir auch wichtig. Und hier ganz unten, halt Spiegelverkehr, hier sieht man ja meinen Shop-Link und hier oben dann, hier läuft es ja auch immer schön durch mit dieser Aktion. Und dann kann ich halt einfach streamen. Was? Okay, das habe ich gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall seht ihr dann schön hier meine Aktion. Und dann bleibt es jetzt den ganzen Oktober, bleibt es so mit diesem Halloween-Gedöns hier, bis die Aktion halt vorbei ist. Und dann kann ich da drüber einfach ein bisschen aufmerksam machen auf das Ganze. Ja, dann mache ich praktisch Promo hier ein bisschen auf Twitch. Wobei das ganz dezent ist, wenn ich ja meinen Screen dann mal einblende, weil ich Bildbearbeitung zeige, da ist ja dann keine Werbung drin. Weil da will ich jetzt nicht unbedingt die Werbung dann drin haben. Vielleicht mache ich hier das oben, was hier so vorbeiläuft, noch in die anderen Screens, in die anderen Szenen mit rein. Ich muss mal gucken, weißt du, so ganz klein und dezent, aber hier ist es okay. Und es bleibt halt den ganzen Oktober einfach. Ja. Und dann eben noch die Promo auf Facebook und Instagram. So Aktionen sollte man immer mal machen als Fotograf. Weil das kurbelt dann schon ein bisschen so den Traffic im Shop an und eben halt auch den ein oder anderen Verkauf. Und es macht ja auch Spaß, sowas den Leuten dann auch ein bisschen zu bieten. Genau. Ja. Und jetzt ist gleich 20 Uhr. Da habe ich genug gestreamt für heute. Gute 2 Stunden waren es jetzt wieder. Und wie gesagt, ich habe vor, morgen zu streamen. Und zwar morgen möchte ich wieder Bildbearbeitung machen, aber nicht in Photoshop. Oder zumindest, ich denke mal nicht, dass ich in Photoshop dazu komme. Ich werde, glaube ich, die Streaming-Zeit brauchen, um in Lightroom das hinzukriegen. Weil ich habe ja am Freitagabend habe ich ja gestreamt Lightroom Party Volume 1. Wo ich gezeigt habe, den Stream kann man ja hier auch noch sehen, wo ich gezeigt habe, wie ich in Lightroom Bilder aussortiere nach einem Fotoshooting, so mein Workflow. Und da werde ich dann praktisch morgen Abend um 20.30 Uhr genau an dieser Stelle weitermachen, wo ich am Freitag aufgehört habe. Das heißt, morgen Abend um 20.30 Uhr werde ich dann zeigen, Bilder sind schon aussortiert in Lightroom. Dann werde ich zeigen, wie ich zu den einzelnen Bildern, zu den einzelnen Setups, wo ich geshootet habe mit dem Model, meine RAW-Entwicklung mache. Ja, wie ich an einem Bild die RAW-Entwicklung mache, einen schönen Farblook suche oder eine schöne Schwarz-Weiß-Entwicklung mache, erstelle oder im Preset anwende, wie auch immer. Und dann das Ganze eben auf komplett alle Bilder anwende, also auf alle, die ich ausgewählt habe, die Favoriten. Und das möchte ich morgen zeigen. Und dann der nächste Schritt
Ob ich das morgen im Stream schaffe, weiß ich nicht. Wäre dann aber, die Bilder rüberzuschmeißen in Photoshop und da dann eben weiter zu retuschieren mit Hautretusche und so weiter. Also das ist für morgen Abend geplant um 20:30 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch wieder zuschaut. Und ja, das heißt für mich, ich werde mich jetzt verabschieden von euch. Heute war es ziemlich ruhig. Mal gucken, ob morgen mehr los ist. Und morgen werde ich dann auch wieder Hallo sagen hier mit dieser Kamera, wo man dann schön meine Halloween-Werbung aussieht. Und seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen werb. Ja. Mit Streamen verdiene ich ja gar kein Geld so. Und ich bin Fotograf, wie gesagt. Und ich mache das auch mit ganz viel Liebe und Leidenschaft. Aber ihr kennt es ja alle, man muss ja irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen. Ist leider so, weil von Luft und Liebe kann man nicht leben. Vor allem Liebe gibt es bei mir auch keine. Ich bin ein Single. Und das heißt nicht mal, das geht. Okay, aber dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut und vielleicht sehen wir uns dann morgen um 20:30 Uhr wieder. Tschüssi!